Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Dragon's Dogma 2. Heute ein Speedrun, auch komplett beendet. Ich habe die letzten 2-3 Tage mit dem Chat einen relativ guten Run auf die Beine gestellt. Bin jetzt ungefähr, obwohl nee, ich will euch die Zeit noch nicht verraten, die seht ihr dann am Ende des Videos. Aber da ist noch Verbesserungspotenzial drin, so ungefähr 30 bis 45 Minuten. Da wird es dann die nächsten Tage nochmal ein Update geben. Da hab ich noch mal, haben wir nochmal ein richtig geiles Strat rausgefunden. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem ersten richtig geilen, guten Versuch vom Speedrun. Ich bin damit auch relativ zufrieden. Aber da gibt es auf jeden Fall noch sehr viel Verbesserungspotenzial. Das Ganze natürlich 100% glitchless, das heißt keine Glitches benutzt oder so. Und im normalen New Game, heißt nicht irgendwie New Game Plus, sondern wirklich von Start weg gestartet. Und jetzt würde ich sagen, ganz viel Spaß mit dem Run. Wer ein Vot in 30 Minuten ist schon krass gut, finde ich. Da stand mal eine Stunde. So, Laubforest. Das ist eigentlich das, wo ich auch richtig gut Zeit gut machen kann, glaube ich. Im Early Game. Diese mega langen Wege und am Anfang dieses Kämpfen hier. Da kann ich gut Zeit gut machen, glaube ich. Das ist gut. Eigentlich müsste ich hier auch nochmal einen Split machen, weil das ist schon auch eine Passage, wo man gut ein paar Sekunden sparen kann. Am besten wieder drei Bogenschützen mit dazu nehmen. Für den ersten Bereich ist das so wichtig, die Bogenschützen. Ich glaube, die 120 Riftsteine nehme ich mir mit. Gibt 120, die sollte ich auf jeden Fall mitnehmen. Dann kann ich mir nämlich hier irgendwas aussuchen und muss nicht auf Nuller warten. Ein Healer wäre geil. Ein Healer wäre cool, ja, danke. Scheiße. Habe ich eine Sekunde in den Chat geguckt, nicht aufgepasst. Ey, noch einen Bogenschützen dabei haben ist richtig gut, weil der muss nicht erst zu den Gegnern hinrennen. Doppelbogenschütze. Drei Bogenschützen wären noch besser, glaube ich. Dreifach Bogenschütze. Sehr gut. Das läuft gut. Also, ganz ehrlich, nur Bogenschützen. Vielleicht ist das auch der Plan bis, bis Mystische Klinge. Nur Bogenschützen? Ich habe gestern einen kompletten Run gemacht. Der hat 4 Stunden 40 Minuten gedauert und ich habe übel viele Fehler gemacht. Aber ich habe halt am Anfang den Drachen besiegt. Das war halt ganz geil. Und den Drachen am Anfang killen, ich sag's euch, das ist mandatory. Ich werde vorher speichern und wenn ich den nicht kille, neu laden. Ich glaube, das ist meine Backup-Strategie. Anders nicht möglich. Um direkt am Anfang Todbringer zu bekommen oder welchen Drachen meinst du? Ja, Todbringer. Und 15 Lindwurmkristalle, das ist noch wichtiger. Die Lindwurmkristalle sind wichtiger als die Waffe. Die Feuerwaffe Beli, die wir beide auch schon auserkoren hatten, die hole ich je auf dem Weg zum zweiten Drachen. Das wäre gar nicht so ein großer Umweg. Die Waffe wäre mir egal. Aber was wichtig ist, sind die Lindwurmkristalle, weil ich keinen Bock habe, noch einen Drachen irgendwo zu suchen und zu bekämpfen. Scheiße. Wer ein Vot geschafft? 7 Minuten gespart. 23 Minuten. Erste Brandmission. Nochmal für alle, die das nicht eben gesehen haben. Die erste Brandmission ist hier oben als Mystische Klinge. Und Brand 1 ist Mystische Klinge. Also ist bisschen, ist einmal geswitcht, weil ich mache erst die erste Brandmission und gehe einmal zu Diener, damit ich die Melve-Mission habe. Und dann gehe ich zur Mystischen Klinge. So. Leute, jetzt kommt der Drache. Jetzt kommt der Drache, Leute. Das war übrigens die erste Brandmission. Bitte kein Boss. Kann ich mir das wünschen? Kein Boss, bitte. Ich mache einen Save. Das mit dem Boss nicht, so muss ich das machen. Vor jedem Ochsenkarren muss ich einen Save machen. Ein Boss killt mich. Ein Boss ist zu hart. Gehe ich dann zurück ins Menü ohne Speichern oder... Geschafft ohne alles. Geschafft ohne Gegner. Das ist natürlich huge. So Leute, jetzt Daumen drücken. Jetzt Daumen drücken. Jetzt heißt Daumen drücken. Ich muss den kriegen. Der muss jetzt einfach sitzen. Der muss einfach sitzen, Leute. Der muss sitzen. Die scheiß Mauer da nervt halt, ne? Der hat übel gesessen. Wieso geht der dann so runter, weil ich nicht voll aufgeladen habe, ne? Aber ich habe nicht die Zeit zum Vollaufladen. Vielleicht muss ich viel höher zielen, wenn er dann hochfliegt. Ich baller einfach. Der ist auch in der Feueranimation. Das ist also gut, das gibt mir Zeit.
In der Feueranimation, das ist gut. Guck mal, der ist einfach stehen, der ist einfach da geblieben. Learning, Leute, learning. Another destination we were bound for is not far from here. We shall have to decide which is the most pressing. We cannot do everything at once. Ich will den Run jetzt einmal durchspielen. Ich will jetzt nicht nochmal neu starten. Ich habe jetzt schon dreimal neu gestartet. Ich will den Run auch einmal zu Ende bringen, weil ja ich am Ende ja auch Autosave. Ja, was soll ich machen, ne? Ein paar Sekunden zu spät neu gestartet. Ich hätte den sofort, wenn ich bei dem, wenn er hochsteigt und er dann nicht getroffen wird, sofort neu starten. Das war halt auch ein Fehler von mir. Learning wieder. Learning, learning, learning. Autosave, wenn er losfliegt. Noted, yo. Für die, die es nicht wissen, das sind natürlich alles nur Capcom-Vasallen. Also ich habe hier keine OP-Spieler-Vasallen, die irgendwas Krasses haben oder so. Ich nehme immer den Erstbesten, den ich sehe. Und nehme auch keinen mit einem heftigen Level oder sowas. Mit Riftstein oder so. Aber ich nehme die ganz normalen Standard-Vasallen. Das war natürlich gestern sehr viel geiler mit dem Todesbringer. Hier die Trebomine. Das ist halt wirklich ein krasser Time-Save, wenn ich den Todesbringer hätte. Und vor allen Dingen auch Wilde Furie. Das ist eigentlich noch fast wichtiger. Ich werde hier nicht einfach reinspringen, weil ich habe ja eh nicht viel Leben. Also manchmal verstehe ich auch nicht, was die Vasallen machen. Die sind ja echt dumm manchmal. Ey, da wollt ihr mich verarschen? Jetzt sind beide runtergesprungen. Ich hasse es immer noch, dass man nicht ausweichen kann. Ne, guck mal, ich kann nicht ausweichen. Ja, also mit der Trebomine, ich bin ganz ehrlich, das check ich nicht immer so ganz. Was ich hier machen muss. Einfach alle killen, ne? Alle Goblins. Das ging noch gut. Also Trebomine, super. Ich habe auch übrigens vergessen, komplett mal ein Dings hier zu machen. Für die mystische Klinge, lul. Und die zweite Brandaufgabe ist dann jetzt hier die ich habe. Ich gehe erst zum Zielkristall. Dann kann ich da nämlich direkt hinporten, wenn es soweit ist. Der schlimmste Weg ist eigentlich echt Batal rein und dann wieder zurück zum Orakel. Wenn er draußen ist, direkt Reisestein benutzen. Gar nicht erst nochmal nach Habe reingehen. Abfahrt. Boah, und dann nach Batal rein. Ja, sehr schön. Was war hier? Wieso mache ich immer den Maskenball, Mann? Den braucht keiner. Glaube ich. Nein, es bricht mich. Wohin rennt er denn jetzt? Greetings, you. Digga, bleib doch einfach hier stehen. Verkackt, ey. Das war Brand 2 Mission, Monsterjagd. Monsterjagd ging eigentlich gut klar, auch mit der schlechteren Waffe. Oh, ich muss unbedingt, also wenn ich den zweiten Drachen nicht mit den Ballisten gekillt kriege, dann kannst du vergessen, ich kann den mit der Waffe hier gar nicht killen. Also kann ich schon, aber es dauert ja unfassbar lang. Jetzt wollen wir mit Brand quatschen, dann geht's ab nach Batal. Beziehungsweise erst mal zum zweiten Drachen und dann Batal. Ah, in einer Stunde. Nicht schlecht. Es wirklich, es steht und fällt mit der Geschwindigkeit, wie ich den Drachen besiege, ich sage es euch. Wenn der Drache schnell down geht mit beiden Ballister, dann wird das was. Wenn nicht, dann nicht. Bin ich early. Dann kannst du auch direkt vergessen. Den Drachen, den zweiten, dann hatte ich in meinem gestrigen Run irgendwann später besiegt. Es macht aber Sinn, den jetzt zu besiegen, auf dem Weg nach Batal. Deswegen könnte es sein, dass ich hier vielleicht keinen heftigen Zeit-Skip habe. Time-Save. Und da vorne ist auch der NPC. Also von links rein. Ich muss von links rein. Das bringt von rechts rein. Oh, hoffentlich keine Gegner. Dann ist er vielleicht aber weg. Haut der ab? Nee, der bleibt doch für immer da. I feel refreshed and ready for a new day. Er ist noch da. Alles gut. Wo ist der NPC? Ach du Scheiße, bei den Fliegeviechern. Ach du Scheiße, da ist der. Oh,
Und noch kein Schild. Das kannst du vergessen. Ich bin tot. Lass mich in Ruhe, Alter! Ist mein Vasall down? Mein Heiler-Vasall ist down. Okay. Ah, ne, doch. Hä? Der Heiler-Vasall ist weg. Feuerwaffe, ich sage ja, das ist kein großer Umweg. Wenn man es einmal hat, dann ist es echt kein großer Umweg. Yes! Ich kann mir die Mission komplett schenken. Ich renne hier einfach rein. Kann ich ja beide nutzen. Nee, Schluss zum alten Schlachtfeld, okay. Der brüchige Schatzkasten, Schatz, ja, weiß ich nicht. Brüchiger Ring. So, da ist er. Und jetzt nur noch den Drachen besiegen. Nur noch. Jetzt wird es erst richtig schwierig. Ihr habt gedacht, das war schwierig? Jetzt kommt erst der schwierige Part. Jetzt den Drachen besiegen. Ich habe die Waffe, das ist super. Das ist meine Backup-Strategie, wenn ich den Todesbringer nicht bekomme. Jetzt geht's. Scheiße, die muss ich leider besiegen. Und ich habe leider noch nicht die magische Sperrballiste. So, wird er mich killen, der Drache? Und wenn ja, wie oft? Ist alles Learning, Leute. Ist alles Learning. Alles normal. Ich habe gar kein Problem. Alles ist gut. Alles ist gut. Wo ist die andere? Da. Scheiße. Der kommt hier hin! Ich brauche andere Strategien, Leute. Das passt, das klappt so nicht. Das klappt so nicht. Der Ogre ist wichtig. Das heißt, ich muss einfach schnurstracks hier hoch und den sofort abballern, solange der Ogre noch da ist. Da ist ein Baum. Treffe ich den Baum oder den Drachen? Ich glaube, ich habe den Baum getroffen. 5 Lymphwurmkristalle sind direkt beim Drachenspiel zum Einsammeln. Hätte ich den allerersten Drachen in Melbe besiegt? Ich bin einfach ein Pro-Gamer. Bin halt einfach ein Pro-Gamer. Leute, wisst ihr, was euer Problem ist? Ihr seid halt einfach nicht so ein krasser Pro-Gamer wie ich. Das ist halt einfach das Problem bei euch. Ihr versteht das nicht. Wie krass ich eigentlich bin. Ihr versteht das nach Jahren immer noch nicht. Ich erzähl's euch immer wieder, bei jedem Spiel erkläre ich es euch. Und ihr wollt's einfach nicht wahrhaben, wie krass ich bin. Ihr wollt's einfach nicht verstehen. Ich weiß auch nicht, wieso ihr das hier verstehen wollt. Wieso hört ihr nicht einfach mal auf den Lou? Wieso checkt ihr nicht einfach mal, dass ich einfach krass bin? Wieso denn immer so, wo muss ich lang? Ihr müsst doch auch einfach mal verstehen, dass ich einfach zu krass bin für dieses Game. Für alle Games. Ich bin einfach krasser Dude in diesen Games. So, 15 Lindwurmkristalle am Start. 2 habe ich aufgesammelt, 5 kriege ich noch. Dann bin ich bei 22. Fehlt mir noch ein fucking Lindwurmkristall, Leute. Wo finde ich einen einzigen Lindwurmkristall? Auf dem Leuchtturm in Have. Wenn das stimmt, Lumpi. Wenn in Have. Das stimmt, glaube ich. Ich habe jetzt 17. 5 gibt es nochmal beim Händler. Das heißt, mir fehlt eigentlich nur einer. Wenn es in Have auf dem Turm einen gibt, dann ist mein Problem gelöst. Dann kann ich sogar den zweiten Drachen komplett skippen. Das ist ja nur mein Backup. Der zweite Drache gerade ist nur der Backup, wenn ich den ersten verkacke. Den ich eigentlich gar nicht verkacken will. Alter, der macht mich Half-Life, Mann. Und du kannst da nicht ausweichen, ne? Da muss ich mir irgendeine Taktik überlegen, wie das besser läuft. Das ist scheiße so. Guck sie an.
Du kannst halt nicht ausweichen. Das ist. Ich bin immer noch. Also mit den Speedruns habe ich nochmal mehr gemerkt, wenn du später. Ich hätte das Schild mir holen sollen. Das war eigentlich mein Fehler. Mit dem Schild wäre ich aber sowas von durchgekommen. Du kannst halt nicht ausweichen. Du kannst nicht ausweichen. Ich kann da links, rechts laufen. Ich kann nichts machen. Das zeigt einfach nochmal mehr, wie schlecht das Kampfsystem eigentlich ist. Die haben Auto-Aim und die treffen dich zu 100%. Bist du frustriert? Nee, eigentlich nicht. Ich weiß ja, dass der Weg hier nach Bagbatal ist der Weg, der echt ass ist. Das ist der Weg, den du schaffen musst. Alles andere ist einfach. Es ist mir auch noch so ein Hund auf den Fersen. Ah, Mann, das ist auch unglaublich. Das ist der Scheißweg, aber geschafft. Ich glaube, sogar besser geschafft als gestern. Weil gestern hatte ich ja auch den Greif und so einen Scheiß dabei. Wenn ich den zweiten Drachen skippe, den ersten Drache direkt schaffe und dann ohne Sterben durchkomme, sind 2,5 Stunden aber mal ganz safe möglich, oder? 2,5 Stunden? Das müsste eigentlich übel machbar sein. So, jetzt soll ich ab nach Havre, oder? Ich habe den Zielkristall nicht eingesetzt im Bagbatal. Ist egal, ich komme durch Havre dahin. Alles okay, alles egal. Okay, ich komme durch Havre dahin, aber ich darf es auf gar keinen Fall... Oh mein Gott. Oh mein Gott, das darf ich auf gar keinen Fall vergessen im Batal. Obwohl, eigentlich auch egal. Ich bin nur einmal ganz kurz da bei Ambrosio und komme dann später durch Havre da wieder hin. Ich bin jetzt so gespannt, ob es wirklich Symphonkristalle auf dem Turm gibt. Oder ob das ein dicker Bait ist. Ah, genau einer. Genau einer. Ich weiß nicht, einer reicht genau, aber Digga, das ist knapp. Knapp bemessen. Ey, da ich eine Stunde bis Gigantus gebraucht habe, ist auch wirklich bodenlos. Was habe ich denn da so lange noch gemacht? Also ich sage euch, der zweite Teil, sobald du einmal im Bagbatal bist und dann selbst zurück zum Orakel ist easy. Ich habe es ja auch wieder selber schwer gemacht, dass ich das Spiegelgewand nicht hatte, Mann. Jetzt Klinge holen. Nein! Das Schnelllaufen und Interagieren auf einem Knopf ist. Also wer sich das sich ausgedacht hat, ne, gehört echt ausgepeitscht. Ja, lass uns mal Schnelllaufen und Interagieren auf einen Knopf legen. Das ist eine clevere Idee. Es könnte quasi fast gar nicht schlechter sein. Schnelllaufen und Interagieren auf einem Knopf. Springen, was man nicht so oft braucht, und Interagieren auf einen Knopf machen. Nee, das macht da keinen Sinn. Wir machen Schnelllaufen und Interagieren auf einen Knopf. Das macht viel mehr Sinn. So, Gigantus. Ich laufe jetzt einmal erstmal zum Kriegsmeister. Nein. Nein, 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 nein. Ich springe direkt auf Gigantus drauf und versuche den zu besiegen. Kriegsmeister ist nur nebenbei. Also ich kann das Spiel auch durchspielen mit dem Bogenschützen. Ich springe jetzt auf den Gigantus direkt drauf und versuche den zu besiegen. Oder? Ich springe hier direkt auf ihn drauf. Ob du überhaupt gegen ihn kämpfst. Ja, aber wenn er komplett durchläuft, dauert das halt Ewigkeiten. Die Frage ist, was ist mit den Vögeln hier? Die machen mir gerade ein bisschen Schiss. Und will ich im Wasser schon gegen ihn kämpfen? Springe ich jetzt schon auf ihn drauf? Ich könnte. Für die Wissenschaft? Wir müssen es ja herausfinden. Der Hauptvasall hat es nicht geschafft. Okay, ich springe hier nicht auf ihn. Vielleicht an der Brücke. Du kannst ihn so eh nicht aufhalten. Er hält auch erst an, wenn du alle Dinger kaputt hast. Ja, die Frage... Okay, nochmal. Wir werden es einfach ausprobieren. Ich glaube, das weiß auch niemand, weil das niemand so spielt. Die Frage ist halt, ob ich ihn überhaupt bekämpfe oder einfach durchrenne. Ich renne jetzt zum Kriegsmeister, hole mir die Kriegsmeister Dingsbums und lass den einfach links liegen und scheiß auf den. Der stirbt eh irgendwann. Und renn in den Vulkan rein. Oder ist der Vulkan noch zu? Und ich komme in den Vulkan erst rein. Obwohl, ich meine, normaler Spieler, wir müssen mal außer Casual-Sicht denken. Ein Casual-Spieler würde vielleicht auch nicht denken, oh, ich muss den besiegen, sondern, ey, ich laufe den Phases hinterher, weil ich den entweder A, um Hilfe bitten will, oder B, den töten will, oder was auch immer. Vielleicht will ich auch gar nicht gegen Gigantus kämpfen. Vielleicht ist das voll der Time-Loss. Brauchst du nicht kämpfen. Okay, dann können wir Gigantus einfach uns schenken. Und ich renne einfach sowieso durch zu
Kriegsmeister und dann direkt zum Drachen und scheiß auch Gigantos. Okay, durchlaufen lassen ist keine Möglichkeit für mich. Das dauert viel zu lang. Bis der durch ist, sind 1000 Jahre vorbei. Also durchlaufen ist für mich schon mal ad acta gelegt. Ich muss den vorher killen. Alter, wie lang das geht. Also durchlaufen lassen ist gar keine, kommt nicht in Frage. Das ist eine halbe Stunde. Das kommt auf gar keinen Fall in Frage. Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, aber das war bestimmt eine halbe Stunde oder so. War halt trotzdem über eine, ich sage euch, den Run kann ich safe unter 3 Stunden spielen. Es ist jetzt nur noch den Turm hoch, kurz gegen die Idioten da kämpfen, den Drachen abschießen, fertig. Also das muss jetzt in 10 Minuten fertig sein, aber es ist 1,5 Stunden schneller als gestern. Das ist schon heftig, obwohl ich so viele Probleme hatte, ne? Den zweiten Drachen übel Probleme gehabt, Melve geresettet und nicht gekillt bekommen. Da ist richtig viel Potenzial noch drin. Ich sag, vielleicht sogar 2,5 Stunden, unter 2,5 Stunden möglich. Wenn ich den zweiten Drachen skippen kann und wir eine Möglichkeit finden, Gigantos zu besiegen, schneller. Wenn wir noch die Gigantos-Strat haben, schaffe ich unter 2,5 Stunden. Und vielleicht ist es der Medusa-Kopf. Elden Ring, mein schnellster Durchlauf, war übrigens auch 2,5 Stunden. Oh, 2 Stunden 20? Irgendwie sowas? Oder knapp mehr als 2 Stunden? Okay, Leute. Jetzt nur noch ein Fight gegen die Viecher und dann den Drachen abschießen. Kann ich den Drachen in der Luft abschießen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich hab die Waffenfertigkeiten nicht ausgerüstet bei dem Kriegsmeister. Oh, Mann, ey. Nein, nicht so. Mann, wieso übernimmt der die denn nicht? Ohne Schild kannst du die Scheiße hier vergessen. Mann, das fuckt mich übel ab. Lol. Lol, man kann einfach abhauen. Hä? Man kann einfach zurückrennen. Lol, Knowledge. Aber können wir schon mal festhalten, mein zweiter Run. Mein zweiter Speedrun ist schon über 1,5 Stunden schneller als der erste. Einfach nur wegen Knowledge. Ich habe ja nicht besser gespielt oder so. Ich habe sogar schlechter gespielt. Ich habe den Melve-Drachen nicht besiegt, hatte keinen Todesbringer, hatte nicht wilde Furie. Okay, ich habe beim zweiten Drachen mehr Zeit gespart, aber ich habe keine Greife besiegt, ich habe keine Bosse besiegt, ich habe weniger Gegner besiegt, bin viel mehr durchgerannt und habe den Verhängnisfall für den Drachen. Ist das jetzt schon time? Oder kommt noch was? Ich glaube, das ist time, ne? Passiert nichts mehr. Ja, time. 3 Stunden 8, 1,5 Stunden gespart. Und ich sag, wenn ich den Run jetzt nochmal mache, spare ich nochmal mindestens 1/2 Stunde. Weil wir einen Gigantus-Skip finden und ich den zweiten Drachen nicht brauche, wenn ich Melve-Drache besiege.